Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen an diesem Wahlabend NRW. Ich bin guter Stimmung, denn es war ein Kettensägenmassaker für die SPD. Frau Kraft ist von allen Ämtern zurückgetreten und die Grünen sind halbiert und die AfD ist drin. Und ich glaube, das muss man jetzt erstmal feiern mit einer kleinen zünftigen Marschmusik aus Uschis Hitparade. Die besten Bundeswehrsongs, die Frau von der Leyen als Ministerin vorgestern verboten hat. Und sicherlich der größte Knaller ist Schwarzbraun ist die Haselnuss. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ich hoffe, dass nicht gleich der MAD kommt, ja, weil bei Uschi weiß man ja nie, ob sie vielleicht. Also, man kann nur hoffen, dass dieses Lied weitergespielt wird. Ich hoffe, dass noch manche Party steigt in den Kasernen, um Frau von der Leyen den Stinkefinger zu zeigen und auch zu zeigen, dass wir uns unsere Traditionen, die mit Nazi gar nichts zu tun haben, nicht verwehren lassen. Das Wahlergebnis zurück. Was mich ärgert, ist eben, so schön der Absturz von Rot-Grün ist, dass dann doch die CDU gewählt wird. Liebe Leute, ich verstehe das nicht richtig und deswegen habe ich jetzt auch von der Leyen eingespielt. Das ist eine Partei, die jetzt daherkommt und sagt, sie will rigoroser vorgehen für die innere Sicherheit. Aber von der Leyen zeigt es, die sind genauso antideutsch wie Rot-Grün. Ja? Also wenn man jetzt sich anschaut, dass die von der Leyen sogar es fertiggebracht hat, Bilder von Helmut Schmidt in Wehrmachtsuniform in der Bundeswehrhochschule in Hamburg abhängen zu lassen, dass sie jetzt den Traditionsbestand der Bundeswehr ausmistet, als ob das Nazi gewesen wäre, dass sie die ganzen Liederbücher der Bundeswehr verbieten will, wo dann Schwarzbraun ist die Haselnuss und Ohne schöner Westerwald und Das schöne Panzerlied bisher drin war, also ich meine, dieses Liederbuch ist freigegeben worden, die ganze Traditionspolitik ist freigegeben worden vom SPD-Verteidigungsminister Hans Abel 1982. Und jetzt kommt eine CDU-Tussi daher und mistet es aus und bringt es auch noch fertig, Altbundeskanzler Helmut Schmidt als Nazi sozusagen oder unter Nazi-Verdacht zu stellen. Das ist doch eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Und man kann nicht hergehen und sagen, jetzt wählen wir SPD und Grüne ab, dafür wählen wir die CDU. Dafür gibt es keine Substanz und es gibt keinen Widerstand gegen dieses Tabula Rasa von der von der Leyen innerhalb der CDU. Es gibt keine Kritik an der Nazifizierung der Bundeswehr. Die Bundeswehr wird ja dargestellt sozusagen wie eine braune Armeefraktion. Das konnte die Ministerin alles machen, ohne dass Merkel oder Kauder oder Schäuble irgendwas dagegen gesagt hätten. Der Einzige, der Einspruch erhoben hat, war der CDU. Und überraschenderweise hat sogar die SPD Einspruch erhoben, hat gesagt, die Verteidigungsministerin geht zu weit, die stellt die ganze Bundeswehr in Misskredit. Also an dem Beispiel zeigt sich, dass dieses ganze Denken großer Teile der Bevölkerung, man würde sozusagen, wenn man die CDU wählt, etwas Besseres wählen, etwas Konservativeres wählen als Rot-Grün. Dieses ganze Denken geht nicht auf und das ist der Wermutstropfen am heutigen NRW-Wahlabend. Die CDU mit plus 8%, die SPD mit minus 8%, aber dabei gewonnen ist gar nichts. Wir haben es hier mit einer Einheitspartei zu tun. Wir haben ein Blockparteiensystem und es bringt nichts, wenn die einen verlieren und die anderen gewinnen, solange sich das innerhalb des Blockparteiensystems abbildet. Die einzige Sache, die mir wirklich uneingeschränkt gut gefällt, ist die Halbierung der Grünen von über 11 auf jetzt etwa 6%. Das gibt doch wirklich die Hoffnung, dass wir bei den Wahlen im September zum Bundestag die Grünen noch unter 5% drücken könnten, denn NRW war ein starker Posten für sie und es ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Und wenn sie da nur noch 6% auf die Waage kriegen und im Osten werden sie sowieso gar nichts auf die Waage kriegen, dann marschieren die da auf die 5%-Grenze zu. Und das ist sehr erfreulich, denn ich kann es nicht oft genug sagen, die Grünen sind die verfassungsfeindlichste Partei und die
verdienen es einfach nicht, parlamentarisch repräsentiert zu sein. Lassen Sie mich noch was sagen zum Wahlergebnis von der AfD. Es ist zunächst sehr erfreulich. Vielen Dank an die Wahlkämpfer. Es ist das beste Wahlergebnis der AfD in diesem Jahr, besser als im Saarland, besser als in Schleswig-Holstein. Insbesondere gilt mein Dank an Guido Reil, mit dem wir diese Woche seitens Kompakt eine Veranstaltung hatten in Leverkusen. Guido Reil war ja lange Jahre bei der SPD, jahrzehntelang bei der SPD, war Ratsherr der SPD in Essen und ist sozusagen die Stimme des Kohlenpotts. Er ist Bergmann, er vertritt die soziale Seele der einstigen Sozialdemokratie, die schon längst keine soziale Seele mehr hat. Und ja, solche Leute verdienen es, in den Landtag zu kommen. Aber leider Gottes war eben dieser Guido Reil, der Soziales und Nationales zusammenbringt, ein alter linker Patriot in der Tradition von Helmut Schmidt, war eben nicht auf den vorderen Plätzen der AfD-Landesliste, sondern wir hatten da einen Spitzenkandidaten namens Markus Brezell, der das Wahlkämpfen nicht einfach gemacht hat für die Freunde an der Basis, denn er war innerhalb der Partei umstritten und hat durch viele Skandale auch in der Öffentlichkeit sicherlich nicht gerade Wähler angezogen und wurde trotzdem groß plakatiert. Dennoch geht es nicht im Wesentlichen um Personalfragen, sondern um die Strategie der AfD. Frau Petri war gerade in der ARD und hat das Wahlergebnis insofern kommentiert, dass sie gesagt hat, es wäre sozusagen ein Erfolg der realpolitischen Linie, die der NRW-Landesverband unter Führung von Brezell, also ihrem Ehemann, durchgezogen hat. Ich sehe das ehrlich gesagt ganz anders. Das Wahlergebnis wäre viel besser gewesen, wenn die AfD auch in NRW den strikten Oppositionskurs verdeutlicht hätte, auch im Spitzenkandidaten verkörpert hätte. Und dieser strikte Oppositionskurs ist auch kurzem am 22. April auf dem Bundesparteitag in Köln beschlossen worden mit überwältigender Mehrheit. Und das ganze realpolitische Rumtaktieren, dass man sich jetzt anbietet als Koalitionspartner der CDU, wie es letzte Woche der AfD-Landesverband in Sachsen unter Führung von Frauke Petri gemacht hat und wie es auch Markus Brezell in NRW befürwortet, das bringt gar nicht diese realpolitische Linie. Denn wenn heutzutage einer der CDU einen Koalitionspartner sozusagen als Korrektiv beigesellen will, dann wählt er die FDP. Das hat sich am heutigen Wahlsonntag auch ganz deutlich gezeigt. Die FDP jetzt zum zweiten Mal in Folge mit dem zweistelligen Ergebnis. Das heißt, wir können davon ausgehen, was die Bundestagswahlen im September angeht, wenn einer, der politisch noch nicht so gut orientiert ist oder der nicht Fisch oder Fleisch ist, aber sagt, okay, ich will jetzt der CDU ein bisschen ein Korrektiv beigeben und ich will jetzt über die CDU einen Steigbügelhalter wählen, dann wird diese Person FDP wählen und AfD. Die AfD muss sich von der FDP absetzen und das kann sie nur durch einen strikten Oppositionskurs, dass sie deutlich macht, wir sind die Kraft, die als einzige gegen das Blockparteiensystem steht, für Rechtsstaat und Ordnung, für geschlossene Grenzen, für eine starke Rolle der Polizei gegen die Refugees, gegen die Islamisierung, gegen weitere Moscheen, für die Schließung der bisherigen Moscheen. All das steht im Programm der AfD drin, ist Gott sei Dank beschlossen worden auf dem Bundesparteitag in Köln und das muss jetzt durch einen entschiedenen Oppositionswahlkampf umgesetzt werden. Die heutigen knapp 8% der AfD, vielleicht werden es noch über 8%, sind eine super Voraussetzung. Ich glaube, im Bund kann man mit dem starken Rückhalt der Ostländer, der östlichen Bundesländer, auf ein deutlich zweistelliges Ergebnis kommen, wenn man jetzt keine realpolitischen Fissematenten mehr macht und sich nicht an den CDU-Katzentisch setzen lässt oder selber hinsetzt, sondern weil man strikt Richtung Opposition marschiert und das auch deutlich macht. Im Großen und Ganzen ein vergnüglicher Abend. Bleiben Sie bitte dran. Ich melde mich wieder beim nächsten wichtigen Ereignis. Vielen Dank. Das war Jürgen Elsass.